das Vaterland. Liebe treu und stolz die Erde, die dich gebar. Kind, kein Land wie dieses siehst du immer da. Schau, welch Himmel, Meer und Ströme, welche Flur. In dauernder Feier gleicht die Natur der Mutterbrust üppig zärtlichem Wogen. Sieh, welches Leben da drunten. Und droben wiegt sich's in Lüften und schwankendem Zweigegewirr. Sieh, welches Licht, welche Wärme, welches Geschwirr. Sieh, die Weite der Wälder leuchtend und verziert und fruchtbar von ewigem Frühling regiert. Gute Erde, die deinem Strebsamen nie verwehrt das Dach, das ihn schützt, das Brot, das ihn nährt. Wer mit seinem Schweiße dich befruchtet und benetzt, sieht seiner Mühe Lohn, sich reich und glücklich schätzt. Kind, kein Land siehst du immer da. Erstrebe die Größe der Erde, die dich gebar. Olavo Bilac. Ignacio de Loyola Brandao, Kein Land wie dieses. Aufzeichnungen aus der Zukunft. Die Sirenen heulten die ganze Nacht, unaufhörlich. Schlimmer als die Sirenen war jedoch das Schiff, das sank, während die Köpfe der Kinder zerplatzten. Der Gestank kommt von den Leichen, vom Müll und den Exkrementen, die sich jenseits der erlaubten offiziellen Kreise in der Gegend der ärmsten Lager aufhäufen. Hoffentlich hört niemand, dass ich jene Regionen mit den von uns verwendeten Namen bezeichne. Ich wage nicht mehr auszumalen, was dann mit mir geschehen würde. Vermutlich Isolation. Sie haben alles versucht, um diesen Gestank nach Tod und Zersetzung, der uns unentwegt quält, zu beseitigen. Wirklich? Erreicht haben sie nichts. Die lustig gelb und grün angemalten Lastwagen kippen Tag und Nacht Tote aus. Wir wissen es, weil man so etwas einfach weiß. Es ist eben so. Es bleibt keine Zeit, alle Leichen zu verbrennen. Sie stapeln sie und warten. Die Abwässer fließen durch schmale, offene Rinnen ins trockene Flussbett. 77 Hügel Müll schlängeln sich dahin und alle sind bewohnt. Die Sonne brennt viel zu stark, sie zersetzt das Fleisch und lässt es in wenigen Stunden verfaulen. Der bestialische Gestank der Toten vermischt sich mit dem von wirkungslosen Insektenvertilgungsmitteln und Formalin. Nachmittags, bei Inversion, blutet einem die Nase von dem beißenden Geruch. Er trinkt durch die vorgeschriebenen Masken, trocknet den Mund aus, die Augen tränen, die Haut wird rissig. Die Tiere auf dem Erdboden gehen davon zugrunde. Verpestete Luft ringsum, die eine Batterie kräftiger Ventilatoren vergebens zu vertreiben sucht. Weit weg von den Grenzen des Oikumene, ein Wort, das die Soziologen in ihrem Müßiggang wieder aus der Antike hervorgeholt haben, um damit den winzigen Raum, auf dem wir leben, zu bezeichnen. Leben? Ich drehte mich erschrocken um. Adelaide hatte in 32 Ehejahren noch nie einen Schrei von sich gegeben. 13 vor 8. In 4 Minuten musste ich an der Haltestelle sein, sonst würde ich den S-7.58 verpassen, die mir zugewiesene Linie. Merkwürdig. Sie wusste. Und warum wollte ich mich dann noch mehr verspäten? Was ist? Das Jackett, hast du es vergessen? Ich kann dieses Jackett nicht ausstehen, ich schwitze den ganzen Tag darin, aber ohne lassen sie dich nicht arbeiten. Ha, schön wär's. Adelaide blickte mich misstrauisch an.
Beunruhigt prüfe ich ihr Gesicht und frage mich. Eine Frage, zu der mir der Mut fehlt. Wenn ich sie zulasse, nimmt sie Form an und es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Ob es sich nach so vielen Jahren lohnt, zu sehen, jetzt zu reagieren? Ich überlege. Und wenn es sich lohnte? Wir frühstückten jeden Tag zusammen. Dann begleitete sie mich zur Tür. Ich setzte den Hut auf, man trägt wieder Hut, streichelte ihre linke Schulter, ich weiß nicht einmal mehr, ob wir dabei noch etwas empfinden, und sah auf die Uhr. Ich bekam Angst, wenn ich zu spät dran war. Sieh mal, der Nebel hängt tief, es wird sehr heiß werden. Jeden Tag fällt der Nebel noch tiefer. Werden wir es aushalten, wenn er alles einhüllt? Vor 6 Monaten schwebte er in der Luft wie die Kuppel einer gigantischen Kathedrale. Die drückende Hitze heizt die Stadt auf, brennt einen aus. Manchmal zieht der Nebel fort. Es bleibt der Gestank und man möchte sich übergeben. Der Kopf glüht. Konntest du denn schlafen, wo die ganze Nacht die Sirenen geheult haben? War es nicht Alarm wegen Einbruchs? Ich bringe das immer durcheinander. Feuer, das spannt meine Nerven bis zum Zerreißen. Sogar Schlaflosigkeit halte ich aus, aber dieser Alarm macht mich verrückt. Reicht nicht schon die höllische Wärme am Tage? Jetzt nachts auch noch Brände? Es ist alles ausgedörrt. Weißt du noch damals, als die Benzintanks explodierten, als die Gebäude ununterbrochen brannten? Es gab in jedem Haus ein Depot gleich nach der Periode der unglaublichen Rationierungen. Ich nahm das graue Jackett mit, synthetisches Gewebe, das undurchlässig ist. Sie hatten behauptet, die Wärme dringe nicht durch, von wegen. Genau wie Kaschmir, es erdrückt mich. Ich sah die auf dem Tisch aufgestapelten Kalender, sie nahm sie gerade von den Wänden. Herrje, heute muss der 5. Januar sein. Was geht mich das an? In diesem Haus zeigen die Kalender immer den ersten Tag des Jahres an. Die rote 1, universale Brüderlichkeit. Das Rot bleicht aus, am Jahresende ist es dann rosa geworden. Jeden Tag macht Adelaide sauber. Stundenlang wischt sie im Wohnzimmer, in der Küche, im Schlafzimmer den Staub von den Kalendern sorgfältig. Die ewige 1. Es ist nicht nötig, die Zeit einzuteilen. Es reicht, wenn man sie zurücklässt, sagte sie mir einmal. Was nützt es zu wissen, welcher Tag heute ist? Die Stunden, ja, die sind wichtig. Der Tag hat eine feste Ordnung, zu jeder Stunde etwas Bestimmtes. Es ist besser, einen einzigen Tag ohne Ende zu erleben. Was geschehen soll, ist in ihm enthalten. Jetzt wird mir etwas klar. Es schien nicht von ihr zu kommen. Eine stille Frau, Ex-Buchhalterin bei der Eisenbahn, nie redete sie. Sie nahm alles hin und wenn sie sich ärgerte, merkte man das nur, weil sie schwieg und sich unter den Augen rieb. An dieser Stelle entstanden dann Fältchen und die Augen wurden länglich wie die einer Japanerin. Zu Jahresbeginn sammelte sie die Kalender ein und wickelte sie in Packpapier. Wenn ich am 5. wegging, bat sie mich, vergiss das Papier nicht. Das wiederholte sie 32 Jahre lang. Ich erinnerte mich nie, sie vergaß es nie. Unweigerlich sagte sie diesen Satz, wenn wir uns um 13 vor 8 verabschiedeten. Automatisch wurden die Kalender am 5. Januar ersetzt, morgens. Adelaide nahm sie ab. An diesem Tag blieb ich nicht in der Stadt, sondern kam zum Mittagessen nach Hause. Nach dem Mittagessen legte ich mich immer etwas hin. Aber jetzt lassen das stickige Zimmer und der Schweiß mich nicht schlafen. Und trotzdem bleibe ich im Zimmer. Beim Hinausgehen sehe ich die neuen Kalender an ihrem Platz und auf dem Tisch das Paket in braunem Papier. Ich soll es ins frühere Dienstmädchenzimmer tragen und zu den anderen legen.
Dort stapeln sich der Reihe nach die Kalender der letzten 32 Jahre. 2700 unberührte Tage. Verstaubt, vergilbt, nicht benutzt, aufbewahrt. Ich betrete diesen Raum nur einmal im Jahr. Wir hatten nie ein Mädchen. Adelaide machte immer alles allein. Ironisch sagt sie, dass sie ihre Mission. Erst vor kurzem konnte ich eine Putzfrau einstellen. Sie kommt einmal in der Woche. Und das nur, weil das Dienstpersonal fast nichts verdient. Diese Leute arbeiten für einen Teller Essen, für ein Glas Wasser pro Tag. Sie wollen kein Geld, nur essen und trinken. Darin liegt aber die große Schwierigkeit, wenn sie doch nur Geld nehmen. Aber essen? Und dann noch Wasser? Die Tage sind aufbewahrt, gelagert. Kein Zeichen darauf, nicht einmal ein Strich. Zusammen die Summe aller unserer Augenblicke. Jetzt weiß ich, jeder Moment war etwas Vorangegangenes für uns. Ein endloses Warten. Wir lebten in der angstvollen Erwartung der Gelegenheit, die kommen musste. So streckte sich unser Leben wie ein Gummiband. Es dehnte sich, spannte sich bis zum Äußersten. Eine unangenehme Unruhe. Wenn der Tag zu Ende ging, kam wieder Hoffnung in uns auf. Wir harrten der Augenblick, die den folgenden Tag leer füllen würden. Augenblicke frei von allem, was fehlte, etwas, was wir brauchten und doch nicht suchen würden. Wir warteten darauf, dass es geschehe. Etwas fehlte, nicht nur innerhalb der Zeit, dennoch eine wirkliche, konkrete Leere, stechende Leere. In jeden Winkel des Hauses warf sie ihre Schatten, dichte Schatten. Wir füllten die Wohnung allmählich mit allem Möglichen, bis sie einem Bazar mit einzigartigen, unverkäuflichen Artikeln glich. Vitrinen bis zum Rand mit Glasschälchen, Tassen, Salzfässern, Gläsern, Sektschalen und Likörgläsern gefüllt. Wände mit Bildern, Reproduktionen, Fähnchen, Heiligenfiguren, stillstehenden Uhren. Vasen, Nippes, stumme Diener, Tischchen, ungenutzte Aschenbecher, Statuetten, Figuren, Bilderrahmen, Spitzendeckchen, Hanfteppiche, verzierte Schächtelchen, leere Gläser, abgeschnittene Flaschen, Papiergewichte, Lampenschirme, Votivlampen, verzierte Nähkörbchen und Kalender. Zwei oder drei in jedem Raum, die sie ausgesucht hatte. Geschenke von den Superposten für Lebensmittelausteilung oder in der Küche gekaufte Kalender, die uns verschiedene längst vergangene Bräuche lehrten, wie zum Beispiel die beste Zeit für Aussaat und Ernte oder Hinweise auf gutes und schlechtes Wetter. Wenn ich die Päckchen verstaut hatte, schaute ich mir die neuen Kalender einen nach dem anderen an. Farbdrucke, Mädchen bei der Kaffeeernte, Orangenbäume, die sich in Reihen über einen Hügel erstrecken, im Sonnenlicht golden schimmernde Weizenfelder, Männer beim Mähen, Häuser an Seeufern, Waldbrände. Das ist alles so lange her. Du hast ein graues Haar? Was ist denn das, Väterchen? Du bist doch gerade erst 50 geworden. Dein Vater hatte noch mit 90 dunkle Haare. Ihre Mutter nannte den eigenen Mann Vater. Aber wir? Wo ist unser Sohn? Ich weiß nicht einmal, ob wir einen hatten. Das mag absurd erscheinen, aber es ist wahr. Wirklich. Bei meiner Ehre. In meinem Kopf gerät alles durcheinander, was war und was sein sollte, was wirklich war und was ich gern gesehen hätte. Susa, ich habe schon wieder geträumt. Schon wieder? Den gleichen Traum? Ein bisschen anders. Nicht die Sirenen haben mir den Schlaf geraubt. Es war der Traum. Ganz deutlich. So wirklich wie jene Nacht im Hafen. Nein, Adelaide, nein. Wir tragen die Hölle schon im Herzen.
Es gibt Dinge, die vergessen werden müssen. Lass sie uns begraben. Es ist einfach notwendig. Wir haben einmal vereinbart, nie wieder darüber zu sprechen. Schließlich verlief unser Leben doch immer so ruhig, so tröstlich. Wir waren glücklich. Aber wenigstens schien es so. Susa, es war unglaublich. Das Schiff versank in einem schrecklichen Meer. Es gab überhaupt kein Unwetter, auch keinen Wind. Nur diese Stille. Weißt du, was mich erstarren ließ? Das Geräusch der heißen Glühbirnen, die bei der Berührung mit dem kalten Wasser platzten. Die Lichterketten rissen. Weiße Rauchwölkchen stiegen auf. Das Meer wurde immer dunkler, bis auch die letzte Lampe ausging. Und ich sah nichts, hörte nur diese Explosion. Nicht einmal ein Stöhnen. Sie sind alle gestorben, nicht wahr, Susa? Du wirst mir das einmal ausführlich erzählen müssen. Kam das Geräusch nicht von den kleinen, zerplatzenden Köpfen? Jetzt sei nicht verrückt, Adelaide. Wie sollten denn ihre Köpfe platzen? Kinder haben so zarte Köpfchen. Das ist alles bloß ein Traum, Adelaide. Es hat nichts zu bedeuten. Beruhige dich. Ich kann mich nicht beruhigen. Und du auch nicht. Bis ich Gewissheit habe. Das Schiff, unser Kummer, war vergessen. Ich hatte gedacht, es würde nie wiederkehren. Früher, als wir noch jünger waren, konnten wir mehr aushalten. Vor allem Adelaide. Sie ist erschöpft, vielleicht sogar krank. Sie findet keine Ruhe mehr. Die Zeit hat uns nicht geholfen zu vergessen. Im Gegenteil. Sie hat unsere Erinnerung genährt. 7:45, wenn ich nicht renne, verpasse ich den Bus. Wenn es nicht wegen des Beines wäre, führe ich Fahrrad wie alle Welt. Wegen einer Arthrose am Bein kann ich das nicht. Ich musste zig Untersuchungen über mich ergehen lassen, war in zig Arztpraxen, zahlte Schmiergeld und lernte alle kleinen Bestechungsarten kennen. Ich ließ Wassermarken in die Hände von Angestellten gleiten, Marken, die mir dann fehlten. Ich überschrieb Lebensmittelzuteilungen und wartete, bis mir die nahezu unmögliche Erlaubnis für den Bus erteilt wurde. Ich bekam eine Sonderfahrmarke für den S-7.58, der auch noch überpünktlich ist. Richtig ärgerlich. Ich öffne die Tür. Ein warmer Hauch schlägt mir aus dem Korridor entgegen. Ich bin schon nass geschwitzt. Bis ich im Zentrum bin, werde ich triefen. Wie alle Welt. Die Nachbarin kehrt den Fußboden wie wild, als sei es möglich, gegen den schwarzen Staub und Dreck anzukämpfen. Es wird kein Wasser für die Reinigung der Flure und Treppenhäuser ausgegeben. Ich nehme die Treppe. Schon lange verzichte ich auf diesen störrischen, einsamen, wackeligen Fahrstuhl. Er ist für 30 Stockwerke mit 150 Wohnungen vorgesehen. Nur die Alten und Behinderten warten auf dieses bedrohliche, schiefe Ding. Der Eingangsflur vollgestopft mit Müll. Eine Schande. Müll, der von Tag zu Tag zunimmt. Wir dürfen nichts auf die Straße werfen und es gibt keinen Platz mehr für den Abfall. Der Lastwagen lädt auf, so viel er kann, wenn er vorbeikommt. Wenn. Er ist dann schon so voll, dass er nur sehr wenig mitnimmt. Ratten zernagen die Säcke, der Müll liegt herum. Ein unerträglicher Gestank breitet sich aus. Noch ein Geruch mehr. Ich möchte mal wissen, warum wir überhaupt einen Portier bezahlen. Er ist nie da und dann vergisst er auch noch, den Anti-Ratten-Summer anzustellen. Heutzutage muss ein Hausmeister ein Politiker sein, mit den Müllwagenwennern oder mit den Zivilitären für Sicherheit verhandeln und versuchen, mit den offiziellen Wasserlieferanten ins Gespräch zu kommen. Der Barbier macht gerade auf. Früher gab es hier im Foyer hübsche winzige Läden. Es gab sogar ein Café mit karierten Tischdecken, Tee und Torten, Baisers und Kuchen, Eis und gekühltem Wasser. Es wurde geschlossen. Die Schaufenster sind mit Plastikplatten verdeckt. Mit Platten verschlossen, die von außen aufgesetzt sind. So fühle ich mich auch. Ich zähle die Tage, jeden einzelnen Schritt. Das Gefühl,
als beobachtete ich mich im Mikroskop zigmal vergrößert. Wie oft erkenne ich diesen Susa nicht, der in einer klebrigen Flüssigkeit schwimmt. Das bin ich. Und dennoch kann ich es nicht sein. Im Foyer hat nur der Barbier durchgehalten. Was weiß ich, wie oder warum. Ich verstehe das nicht. Die Alten kommen ab und zu für eine Rasur oder einen Haarschnitt herunter. Durch die verdreckten Fenster sieht man den Salon kaum. Ich grüße mit einer Handbewegung. Prater gibt mir ein Zeichen. Er hält gern ein Schwätzchen. Unvermeidlich, harmlos. Gibt es diese Woche Wasser? Woher soll ich das wissen? Fragen Sie den Verteiler. Weil Sie doch diesen Neffen haben. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Die Lieferungen sind durcheinander geraten oder die Fristen wurden verlängert. Oder beides. Sehen Sie mal, ob Sie was herausfinden. Ein Jucken in den Händen. Es brennt. An der Stelle ist eine kleine Delle, als hätte ich lange Zeit eine Murmel eingedrückt. Ich streiche mit dem Finger über die Einbuchtung. Es juckt. Ob das ein Insektenstich ist? Ich fühle nichts. Angst. Es tauchen so merkwürdige Viecher auf. Der Lastwagen liefert der Bar künstliche Erfrischungsgetränke. Also ist ein Monat herum. Während der Festtage vergeht die Zeit wie im Flug. Unsinn. Was interessiert mich schon, wie schnell die Zeit vergeht? Man kann sowieso nichts damit anfangen. Welchen Sinn hat die Geschwindigkeit, wenn ich mit meinem Leben doch nichts mehr anfangen kann? Wer kann das schon?